Der Frühling hat begonnen und bei den Temperaturen der letzten Woche kann ich mir gut vorstellen, dass du zweifelst, ob Skifahren noch möglich ist. Wir sind in Skialberg und ich werde euch ein kurzes Live-Update geben. Wie in Deutschland sind auch in den Alpen die Temperaturen angestiegen. Ich war gerade auf 2000 Metern Höhe und da hatte es 12 Grad. Morgens sind die Pisten noch hart, aber sobald die Sonne auf die Hänge trifft, werden die Abfahrten sulzig. Wir fahren also im Grunde den ganzen Tag über Sulzschnee. Ich persönlich finde das kein Problem, denn das gehört zu dieser Jahreszeit einfach dazu. Aber es liegt genug Schnee, er ist noch weiß und die Pisten haben keine braunen Flecken. Vielleicht ganz unten bei der Talabfahrt, aber oben im Gebiet ist das wirklich nicht der Fall. Gestern sind wir von St. Anton nach Zürs gefahren, was wirklich fantastisch war. Und jetzt sind wir auf der Seite vom Rendl und hier sieht man eigentlich das Gleiche. Oben im Gebiet sind die Pisten weiß, aber sie sind ziemlich weich. In den nächsten Tagen wird sich das Wetter ändern und das merkt man schon jetzt. Es ist nun ein bisschen bewölkter, der Wind frischt auf, es wird ein bisschen kälter und es wird schneien. Aber noch vor Ende der Woche wird die Sonne wieder scheinen und es wird wahrscheinlich eine kleine Neuschneeschicht geben. Bis dahin wird es auch wieder wärmer sein, aber es ist ja auch schon April. Ich kann mir vorstellen, dass manche nicht mehr an Wintersport denken. Aber ehrlich gesagt ist das eine meiner Lieblingszeiten zum Skifahren. Lange Tage, herrlicher Sonnenschein und es ist oft schön ruhig. Wir sind am Genießen.